Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über das Menschenbild von Max Scheler, der den Menschen als Geistwesen bezeichnet. Viel Spaß! Die Formel zur anthropologischen Differenz wäre in diesem Fall Mensch ist gleich Tier plus X. Wem der Begriff anthropologische Differenz nicht sagt, der kann in mein gleichnamiges Video reinschauen, das ist auch in der gleichen Playlist unter Menschenbilder. Das X ist in diesem Fall der Geist. Also Scheler sagt, dass der Mensch sich dahingehend vom Tier unterscheidet, dass er einen Geist hat, was die Tiere eben nicht haben. Der Geist beinhaltet laut Scheler Folgendes. Und Achtung, jetzt kommen ziemlich viele Begriffe, aber ich glaube, ihr werdet schon merken, was der Geist am Ende sein soll. Diese ganzen Begriffe muss man natürlich nicht alle auswendig wissen. Es geht um das Prinzip. Intelligenz, Wohlfähigkeit, Ideendenken, Anschauung, Güte, Liebe, Reue, Ehrfurcht, geistige Verwunderung, Seligkeit, Verzweiflung und freie Entscheidung. Es geht also so ein bisschen um Vernunft und um Emotionen, was Tiere anscheinend nicht haben sollen laut Scheler. Besonders freie Entscheidung ist hier sehr interessant. Scheler scheint den Menschen also als freies Wesen zu bezeichnen. Ein geistiges Wesen sei laut Scheler nicht mehr Trieb- und Umweltgebunden, was definitiv ein sehr interessanter Punkt ist. Es wird also gesagt, Menschen hätten keine Triebe mehr. Da könnte man sich dann die Frage stellen, was ist denn zum Beispiel mit dem Trieb, dass wir etwas essen möchten? Diesen Trieb haben wir nun mal, biologisch gesehen. Und natürlich auch alle anderen Triebe. Scheler verneint das aber. Außerdem sagt Scheler, dass der Mensch alles erkennen könne und reflektieren könne. Er bezeichnet es als hat Welt. Der Mensch hat Welt. Was uns irgendwie so ein bisschen als übernatürliches Wesen darstellt. Ob das wirklich so stimmt, können wir jetzt nicht sagen. Wir können jetzt nicht sagen, ob der Mensch nicht alles auf dieser Welt lernen kann, alles herausfinden kann, alles verstehen kann, die Geheimnisse des Universums lüften kann. Ob das alles stimmt, das können wir aktuell nun mal nicht sagen. Was aber wichtig ist, Scheler stellt den Menschen eben als ein Wesen dar, das dies alles kann. Das wird besonders nochmal im folgenden Punkt klar, in dem Scheler sagt, der Mensch als Geistwesen wäre der Welt und sich selbst als Lebewesen überlegen. Da wird einfach nochmal klar, wie Scheler den Menschen als Überwesen quasi bezeichnet. Er sagt, er wäre der Welt überlegen. Und das war's auch schon mit dem Menschenbild von Max Scheler, der den Menschen als Geistwesen bezeichnet. Falls ihr noch Fragen habt, falls irgendwas unklar war, schreibt dies gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.